Hallo Filmfreunde, ich wollte euch mal zeigen, was ich mir die letzten Tage so gekauft habe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, wie immer. Also da haben wir hier den ersten First-Person-Shooter. Glaube, der müsste bekannt sein. Ich glaube, den haben schon viele. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Da lasse ich mich mal überraschen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber gut, ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. Dann der nächste ist Sharknado 3. Ja, die anderen zwei Teile, die habe ich ja auch. Und deswegen habe ich mir den natürlich auch mal mitgenommen. Gesehen habe ich ihn auch noch nicht. Und ja, das ist natürlich Trash pur, Trash vom Feinsten. Ich glaube, da muss ich auch nichts zu sagen. Ja. Sharknado 3. Dann als nächstes habe ich Ghost Boat. Der ist ja auch erst rausgekommen und das klang auch irgendwie interessant. Deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Und ja, auf den Film bin ich richtig gespannt, weil das klang wirklich richtig interessant. Und ja, da lasse ich mich mal überraschen. Dann habe ich jetzt Nazi Zombie Battleground. Den hat mir mein Onkel geschenkt, weil der steht nicht so auf Zombie-Filme. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Da sind irgendwie so drei kleinere Geschichten drauf. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Den hat mir mein Onkel geschenkt und ja, werde ich mir auch demnächst mal anschauen. Dann habe ich Exitus. Der ist ja auch erst rausgekommen. Glaubt, der müsste auch jedem bekannt sein. Und ja, lasse ich mich auch mal überraschen. Hab ja verschiedene Meinungen gehört. Der eine findet ihn gut, der andere findet ihn nicht gut. Ich meine, ja, jeder hat einen anderen Geschmack und ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. So, der nächste ist I Survived the Zombie Holocaust. Sagt mir auch absolut gar nichts. Ist anscheinend irgendwie so eine Komödie. Keine Ahnung, Zombie-Komödie. Habe ich mir einfach mal mitgenommen, weil auch hauptsächlich Uncut draufsteht. Deswegen habe ich mir den mal mitgenommen und ja. I Survived the Zombie Holocaust. Gut. Dann Vampirkiller. Sagt mir auch absolut überhaupt nichts und tote Pflaster in ihren Weg. Ich stehe eigentlich nicht so Vampirfilme, aber der hat 5 € gekostet und deswegen kann man den für 5 € auf jeden Fall mal anschauen. So, dann war ich gestern im Comeback in Mannheim und da habe ich mir ein bisschen was mitgenommen. Das ist einmal Madness. Sagt mir auch überhaupt nichts. Habe ich auch noch nie gehört. Klang ganz interessant, deswegen habe ich mir den mal mitgenommen. Worum es da jetzt geht, weiß ich nicht wirklich. Auch irgendwie irgendwelche Leute, die irgendwo gefangen genommen werden. Keine Ahnung. Madness. Dann von der bösen Art. Sagt mir auch absolut überhaupt nichts. Lasse ich mich auch einfach mal überraschen. Keine Ahnung, was das ist. Jo. Von der bösen Art. So, nächste ist Slasher in the Woods. Glaube, den müsste auch jeder kennen. Brauche ich auch nichts zu sagen. Ich kenne ihn noch nicht. Deswegen habe ich mir den jetzt auch mal mitgenommen. Und ja. So, dann habe ich wieder so einen Kandidat, Nails. Den habe ich mir gekauft, dann war ich zu Hause und dann habe ich im Internet gelesen, dass der Film unter dem Titel Cruel Behaviour oder so ähnlich, dass das ein anderer Titelname ist. Und dreimal dürft ihr raten, den Film habe ich zu Hause. Das bedeutet, diesen Film habe ich jetzt doppelt. Den habe ich einmal unter dem Namen Cruel Behaviour oder wie auch immer und einmal unter dem Titel Nails. Das ist ein komplett anderes Cover wie der andere Film. Das Cover ist komplett anders. Die Bilder sind anders.
der gleiche Film, wieder unter anderem Titel, also praktischen Film zum Wegwerfen. Den anderen hatte ich für wenig Geld bei eBay damals gekauft. Der hat mich jetzt hier 10 Euro gekostet. Jetzt habe ich zweimal denselben Film wieder unter anderem Titel. Und der Film ist Der letzte Müll. Also eigentlich ein Film für die Tonne. Ich werde es nie verstehen, wieso man einem Film ständig verschiedene Titel gibt. Ich werde es nie verstehen. Auf jeden Fall den Film doppelt. Ärgerlich, wirklich ärgerlich, weil der mich 10 Euro gekostet hat. So, dann habe ich sie 2. Den zweiten Teil hatte ich ja noch nicht. Hab ja gehört, der zweite soll angeblich nicht so gut sein. Aber ich habe mir den halt jetzt mal mitgenommen. Ich gucke mir auf jeden Fall mal an. Und ja. Lass mich einfach auch mal überraschen. Gut. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Ja? Dann habe ich Skarze. Keine Ahnung. Mein Englisch, ihr wisst schon. Klang auch irgendwie gut. Deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Werde ich mir dann auch irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, anschauen. Und ja. Ich hoffe, die Filme taugen wenigstens ein bisschen was. Dann Dream Home. Den hatte ich auch schon in einem anderen Laden ein paar Mal in der Hand. Jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, nimmst den jetzt mal mit. Nur, also die Preise für gebrauchte Filme ist schon... Für einen gebrauchten Film finde ich die Preise schon echt happig. Ich werde da auch nicht mehr hinfahren, weil der Weg ist mir ehrlich gesagt zu weit. Das ist nur ein ganz kleiner Raum, wo diese FSK 18 Filme sind und ich bin da über eine Stunde gefahren, um da erstmal hinzukommen und ich meine, das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Für so einen kleinen Raum, für so eine kleine Auswahl, eine Stunde hin, eine Stunde wieder zurück, bin ich über 2 Stunden unterwegs für ein paar Filme. Nein. Naja, den habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Ich halte das die ganze Zeit. Nein. Hoffentlich passiert da jetzt nichts, muss ich zuhalten. Habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Wie gesagt, Dream Home müsste, glaube ich, auch bekannt sein. Ich kenne ihn noch nicht. Lass mich auch mal überraschen. So, und der letzte ist Tortura. Klang auch irgendwie gut, deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Und ja, mal schauen, was das für ein Zeug ist. Ich habe ja, also bei meinem Geschmack, ich habe viele Filme, die ich ja wirklich langweilig finde. Ich hoffe, von den Filmen jetzt ist einer dabei, der mich immer ein bisschen überrascht. Ist bei mir sehr schwer, ich weiß. Jo, wie gesagt, das war jetzt der letzte. Jo, das war so meine Ausbeute von den letzten Tagen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.